Jetzt kommt mal der letzte Punkt. Und zwar, wir haben Altlasten rumliegen von Windows-Programmen. Wir haben normalerweise eine Windows-Lizenz und ich glaube auch, hoffentlich auch die Programme ordentlich lizenziert, sodass wir sie benutzen dürfen. Das heißt, wir machen einfach eine Neuinstallation von Windows, installieren das da rein in eine virtuelle Maschine. Und das ist diese virtuelle Maschine, die ich dringend empfehlen möchte, denn die ist im Linux-Kernel enthalten. Die ist per out of the box vorhanden, jeder hat die. Voraussetzung ist ein moderner PC mit Virtualisierungserweiterung in der CPU. Inzwischen haben fast alle CPUs, die einem so begegnen, diese Virtualisierungserweiterungen drin. Die einzige Ausnahme, die ich noch kenne, das sind diese Atom-CPUs in den Netbooks. Inzwischen haben auch Netbooks mit den neueren CPUs von AMD diese Virtualisierungserweiterungen drin. Das heißt, es funktioniert überall. Virtualisierung heißt, ein PC wird über Software installiert. Wie das funktioniert, darauf gehe ich nicht ein. Ich habe hier ein Performance-Beispiel, wenn man denkt, Virtualisierung ist langsam. Das ist ein echter PC mit 32-Bit Windows. Und da habe ich ein Programm gehabt, das war sehr rechenintensiv. Da gingen also gut 20.000 Dateien ein und aus, da wurde was gemacht und dann wieder rausgeschrieben. Und das lief auf dem Vista-PC 13 Minuten 12 Sekunden. Das ist ein Windows XP auf meinem Rechner zu Hause. Und das Windows XP hat nur 1 Gigabyte RAM, das Vista hatte 4 Gigabyte. Und in der virtuellen Maschine lief das Programm geringfügig schneller. Das heißt, die virtuelle Maschine ist nicht langsamer als der reale PC, abgesehen von eigenen I/O-Geschichten, aber das hat sich inzwischen auch sehr gebessert. So sieht Virtualisierung aus. Wer kann erraten, was hier alles drauf ist? Das ist klar. Das ist das Dapper-Dreieck. Ubuntu Dapper-Dreieck ist das. Das ist das aktuelle Ubuntu. Hier läuft ein Debian. Hier, das ist ein Mint. Okay. Wie installiere ich das? Das ist einmal ausgezeichnet dokumentiert. Es gibt bei Ubuntu-Users wunderschöne Seiten dazu. Bei Ubuntu selbst gibt es Seiten. Und einfach das installieren. Das läuft automatisch durch. Und dann gibt es ein Kommando, KVM, okay. Und das sagt mir einfach, das Ding geht oder es geht nicht. Wenn es nicht geht, habe ich Pech gehabt. Wenn es geht, durchmarschieren. Dann gibt es ein Problem, das KVM ist per Default ein bisschen schlecht eingestellt in Bezug auf Performance, weil der Kernel eine Menge tut mit der virtuellen Maschine. Da gibt es einen Trick und das nennt sich das Kernel Same Page Merging. Das ist zu knapp eingestellt und das kann man relativ leicht hochsetzen. Also wenn die virtuelle Maschine langsamer ist als erwartet, kann es eventuell daran liegen. Das wird oft vergessen. Wenn ich die virtuelle Maschine installiere, liegt die in einem eigenen Netz, das mit einer 10 beginnt. Das heißt, das ist nicht in meinem lokalen Netz mit 192 und 168, sondern es existiert ein Software-Router, dahinter versteckt sich die Maschine. Ich kann noch nicht mal über einen Ping die Maschine erreichen. Die ist für den Host einfach verschwunden. Über ein paar zusätzliche Schalter komme ich mit SSH in die Maschine oder mit einem Samba-Server oder mit solchen Dingen. Und um die virtuelle Maschine in das lokale Netz einzubinden, muss ich ein bisschen mehr tun. Und jetzt wird es sehr technisch und deswegen habe ich das hier weggelassen. Das kommt in dem Workshop. Das sind die sogenannten Bridge-Utils. Damit bekomme ich die Maschine in das Netz 192.168 hinein und das läuft wie ein Parallel-PC in meinem Hausnetzwerk. Ich mache jetzt noch ein paar Demos. Wir haben vorhin zu Hause einen Windows 2008-Surfer gestartet. Der läuft als virtuelle Maschine bei mir zu Hause. Wir versuchen jetzt mit SSH, mit einem SSH-Tunnel nach Hause zu gehen, und zwar dahin. Und dieser Tunnel macht Folgendes. Ich gehe auf diesen PC. Das ist ein Ubuntu-PC, kein Windows-Rechner. Das ist der Windows-Rechner. Und SSH fängt von diesem Rechner den Port 3389 ab. Das ist der Remote-Desktop. Setzt ihn um auf den Port 122 auf diesem Notebook. Dazwischen läuft alles über den Port 22. Das heißt, der Provider bekommt nur Traffic auf Port 22 mit und der ist verschlüsselt. Und ich habe hinterher als Ergebnis auf dem Port 122 auf Localhost, auf diesem Rechner, meinen Windows-Rechner. Jetzt versuchen wir nach Hause zu gehen. Jetzt bin ich auf meinem PC zu Hause. Jetzt läuft der Tunnel. Jetzt kommt der Remote-Desktop-Zugriff auf Localhost. Und wenn das ganze System nicht im Stich lässt, bekommen wir jetzt einen Windows 2008-Surfer. Der Windows-Surfer kann kein SSH. SSH wird über Ubuntu getunnelt hierher.
Das heißt, die Verbindung von dem Windows-Server zum Ubuntu, die natürlich innerhalb des Rechners läuft, weil das eine virtuelle Maschine ist, läuft unverschlüsselt. Und Windows weiß nicht davon, dass es jetzt über SSH hier zu uns exportiert wird. Und hier sehen wir noch was sehr Schönes. Dieser Server hat 4 CPUs. Der Windows-Server kann, glaube ich, bis zu 8 oder 16 CPUs machen, das weiß ich jetzt nicht. Das Erstaunliche ist, die Hostmaschine, auf der das Ganze läuft, hat 2 CPUs. Das heißt, KVM kann deutlich mehr CPUs simulieren, als der PC an CPUs hat. Das heißt, KVM ist hochflexibel, ist für einen Server-Einsatz hervorragend geeignet, es ist zu Hause geeignet, ich kann Linux ausprobieren, ich kann Windows, Altlasten retten, ich kann alles Mögliche tun. Es ist zum Schluss sehr einfach, wenn es mal läuft. Bisschen Doku lesen und mich fragen, Leute fragen, nachher fragen und dann geht das schon weiter. Eigenschaften. Das wollte ich noch zeigen. Wir sehen hier, es ist eine QEMU virtuelle CPU mit 4 Prozessoren. Insgesamt habe ich 2 GB Arbeitsspeicher und das ist ein 64-Bit Windows-Server. Das heißt, unter KVM wird das locker weggesteckt. Danke. Okay, das waren jetzt die Demos. Noch etwas, KVM verlangt relativ große Images, die sich schwer wegkopieren lassen. Das sind immer Kopierzeiten, außerdem haben diese Images Löcher drin. Wenn ich die normal mit Copy und Paste kopiere, werden die Löcher mit Nullen aufgefüllt. Das heißt, der File kann unter Umständen sehr groß werden und vorher wenig Platz nimmt. Das sind sogenannte Sparse-Files dahinter und nicht alle Kopierprogramme in Linux handeln Sparse-Files korrekt. CP kann es, rsync mit einem zusätzlichen Schalter, also an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen. Und ich kann sogenannte Overlays machen. Das ist eine Technologie, Copy on Write, die ist in Linux weit verbreitet. Gnopix verwendet zum Beispiel sowas. Ich kann einen Overlay-File machen, der ist anfangs sehr klein, der hat den Inhalt 0. Und alle Zugriffe auf die virtuelle Maschine, auf die Festplatten der virtuellen Maschine, laufen durch den Overlay-File. Das heißt, die geänderten Sektoren werden hier reingeschrieben und an diesem Image wird nichts verändert. Das heißt, wenn ich unter Windows etwas habe und die Installation geht schief, mache ich mir einen neuen Overlay-File. Das heißt, ich setze die Maschine ganz einfach zurück, ohne Tricks oder sonst was. Ich kann auch Snapshots machen, aber das ist wieder eine Stufe komplexer. Keep it simple and stupid. Ich kann auch jetzt hier verschiedene Sachen installieren. Ich kann hier zum Beispiel aus einer Windows-Version 2 machen. Auf der einen läuft das Programm, auf der anderen das. Ich darf den natürlich nicht gleichzeitig starten, weil es dann wahrscheinlich Konflikte mit den Schlüsseln gibt. Aber es funktioniert. Und dann sage ich, gut, den Weg gehe ich weiter. Ich mache einen Commit und dann bekomme ich ein neues Base-Image. Diese Dinger kann ich auch leicht sichern, die großen Images nicht. Und der Windows-Server läuft immerhin hier auf 50 GB Files. Das heißt also, Plattenplatz geht weg wie nichts, wenn man virtuelle Maschinen benutzt. So sieht das dann ganz aus. Und da will ich hin. Wir haben zu Hause meine eigene Cloud. Ich vertraue mir selbst und nicht dem Provider. Das heißt, ich habe KVM laufen, ich habe SSH laufen und habe hier einen Rechner laufen, den man auch sehr stromsparend mit heutigen Technologien aufbauen kann. Das heißt, der kann durchlaufen, der hat vielleicht 40, 50 Watt in dieser Größenordnung, deutlich weniger als so eine High-End-Spielekiste. Und ich kann von zu Hause aus diesen PC benutzen, als wäre er fort. Egal, wo ich bin, und rundherum ist das unsichere Internet und das geht mich nichts mehr an. Das ist das, was wir gelernt haben. Um zu Ubuntu zu kommen, muss ich diesen Switch im Kopf machen. Das heißt, ich muss meine Gedankenwelt von früher verlassen, muss in die Ubuntu-Welt eintauchen, muss Leute kennenlernen, muss mit den Leuten reden, muss mich in Foren einklinken und muss die Freundlichkeit, mit der Ubuntu mir entgegenkommt, auch benutzen. Es liegt an mir, nicht an Ubuntu. Der Lernprozess ist natürlich, ich verstehe, was dort passiert und das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Ich bekomme ein sicheres privates Netz, einfach, transparent und sicher. Und dann, mit KVM kann der alte PC überleben. Und schönen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und ich wünsche noch eine schöne UboCon.